Gehörst du auch zu den Menschen, die sich gerade die Frage stellen, wie finde ich eigentlich einen guten Zahnarzt? Das ist doch eine der häufigsten Fragen, die mir auf den sozialen Plattformen gestellt werden, wenn du da Bewertungen liest. Denn schau einfach mal, gibt es ein Foto von der Person und einen wirklichen Namen? Oder ist es ohne Foto und mit einem völlig chaotischen Nickname? Und ich möchte dir einfach meine persönliche, ja, ich betone das, meine persönliche Empfehlung dir an die Hand geben, was für mich persönlich einen guten Zahnarzt ausmacht. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin seit mehr als 20 Jahren Zahnärztin und Fachzahnärztin für orale Chirurgie. Ja, das ist echt ein Thema, was ganz viele Menschen beschäftigt und ich kann das total verstehen, weil mir geht es ja in anderen Lebensbereichen genauso, wenn ich irgendwie vielleicht einen Orthopäden suche oder wenn ich mir ein neues Autohaus suche. Was macht man dann? Dann hört man sich um oder man geht ins Internet und googelt. Aber vorab möchte ich dir einfach auch nochmal meine Einschätzung geben, was letztendlich wichtig ist, wenn du vielleicht schon in einer Zahnarztpraxis bist und dir einfach Gedanken machst, ist das jetzt der Zahnarzt, fühle ich mich der wohl, macht der alles, was heute möglich ist? Das möchte ich ganz kurz zusammenfassen und am Ende des Videos möchte ich dir einfach die Möglichkeiten an die Hand geben, die du vielleicht in den sozialen Medien nutzen kannst und was ich dann von persönlich halte. Wichtig finde ich persönlich, dass der Zahnarzt dir mehrere Behandlungskonzepte als Auswahl an die Hand gibt. Ich bin kein Freund davon, nur fokussiert lokal zu sagen, da ist ein Loch und rechts und links gucke ich nicht. Ich denke, heutzutage ist es ganz, ganz wichtig und gerade die jüngere Generation, die ranwächst, denen ist doch auch, wenn die Gesundheit im Fokus steht, wichtig, dass man quer guckt. Und genauso sehe ich das auch. Das heißt, wichtig ist, dass der Zahnarzt die Alternativen aufzeigt. Und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig in meinen Augen ist auch der Zahnerhalt. Nichts gibt Schöneres in deinem Mund als deine eigenen Zähne. Da ist es zum Beispiel ganz wichtig, dass er dir regelmäßig die professionelle Zahnreinigung empfiehlt. Und das zum Beispiel auch schon bei den kleinen Kids, ja. Leider ist es so, dass bei den Kleinkindern das Kariesrisiko in Deutschland wieder zunimmt. Das heißt, da ist es wirklich entscheidend, gibt es in der Zahnarztpraxis zum Beispiel eine Zahnputzschule für die Kinder, wird darauf geachtet, dass du als Erwachsener auch eine gute Mundhygiene hast oder auch darin wirklich Unterstützung findest. Als zweites finde ich extrem wichtig oder mittlerweile als drittes, wir hatten schon die Alternativen, ich persönlich finde es gut, wenn der Zahnarzt mit einer Lupenbrille arbeitet, weil es ist doch nicht schöner, als dass ich ein kleines Loch, einen kleinen Defekt so frühzeitig erkennen kann, bevor du Schmerzen bekommst. Ich denke, du siehst das genauso. Alternative dazu ist auch, wenn ich zum Beispiel Patienten frage, warum haben sie denn gewechselt? Dann ist wirklich in den meisten Fällen das Problem, dass der Zahnarzt, was ich schon sagte, keine Alternative angezeigt hat. Und wenn es zum Beispiel um Kronen geht, im Extremfall Frontzahnkronen, dass die Patienten oft gar nicht mit einbezogen werden, was ihnen wichtig ist. Und bevor die Kronen verklebt werden im Mund, definitiv, hat der Patient gar nicht die Möglichkeit gehabt, einmal einen Blick drauf zu werfen, wie es in seinem Mund wirkt. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Kollegin, die bei uns den Zahnersatz macht, dich mit an die Hand nimmt, an den großen Spiegel geht, und zwar einen sehr großen Spiegel, ja, und du wirklich gucken kannst, entspricht das deinen ästhetischen Vorstellungen. Das ist etwas, was uns extrem wichtig ist, dass du dann auch strahlend deine Ästhetik zeigen kannst. Vorab, bevor ich dir noch die modernen Möglichkeiten mit an die Hand gebe, habe ich eine ganz große Bitte an dich. Schreib mir doch einfach mal, was für dich persönlich wichtig ist, was der Zahnarzt haben sollte. Schreib das unten einfach mal in die Kommentarzeile. Natürlich ist es immer wichtig, dass er individuell auf dich eingeht. Das sind jetzt aber nicht die Sachen, auf die ich eingehen möchte, sondern das sind einfach so Tools, die man manchmal nicht so selber beurteilen kann.
Aber schreib mir gerne mal, weil dieses Video hat nicht den Anspruch der Vollständigkeit, schreib mir doch einfach mal, was dir beim Zahnarzt extrem wichtig ist, dass du vielleicht Musik auf die Ohren angeboten bekommst, dass du Sedierungen bekommen kannst, wenn du eher der Angsthase bist. Ja? Das sind so Sachen, die interessieren mich extrem. Und wenn du Mehrwert von meinen Videos hast, würde ich mich freuen, wenn du mir dein Abo hinterlässt. Das pusht mich auch noch mehr Videos für dich zu produzieren, die in dieser Art und Weise sind. Und jetzt zurück zu den modernen technischen Möglichkeiten der sozialen Plattformen, wo du vielleicht einen guten Zahnarzt finden könntest. Neulich hat mir ein Kollege auch gesagt, dass viele Menschen heutzutage doch wieder auf die Google-Bewertung zum Beispiel schauen. Bewertung, was wird nicht alles bewertet? Natürlich, das war vor ein paar Jahren extrem in Mode gekommen, dass auch Hotelbewertungen rausgeschossen wurden, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich möchte einfach da so ein bisschen appellieren. Nimm das vielleicht als Orientierung, als Leitplanke. Google ist etwas, wo viel bewertet werden kann. Ich zum Beispiel habe auf unserer Homepage quasi, ich würde das mal als Gästebuch bezeichnen, wo meine Patienten ein Dankeschön hinterlassen können und das machen sie gerne auch sogar mit ihrem eigenen Namen. Da komme ich zurück auf den springenden Punkt. Google zum Beispiel, wenn du da Bewertungen liest, dann schau einfach mal, gibt es ein Foto von der Person und einen wirklichen Namen oder ist es ohne Foto und mit einem völlig chaotischen Nickname? Du weißt, was ich meine. Nur stell das in Relation. Nimmst du diese Bewertung ernst oder nimmst du sie nicht ernst? Ein ganz spannendes Thema bei Ärzten und Zahnärzten ist natürlich die Yameda-Plattform. Da muss ich dir ganz ehrlich sagen, bin ich nicht so ein Freund von, weil du ganz klar wissen muss, es gibt bei Yameda quasi, wie soll man das nennen? Ich bin gezwungen, ich werde eingetragen von Yameda. Schon mal Punkt 1. Der Arzt ist da nicht freiwillig drin, was in meinen Augen schwierig zu bewerten ist. Und dann wird in Kategorien eingeteilt. Entweder es fließt Geld von Seiten des Arztes für eine Profi-Profilseite. Oder der Arzt zahlt nicht und da steht nicht so viel. Wenn du eine Profi-Profilseite hast, das ist gerade durch die Presse gegangen, dann hast du die Möglichkeit, auch schlechte Bewertungen rausnehmen zu lassen. Hast du diese finanzierte Profilseite nicht, wirst du schlechtere Bewertungen nicht wieder los. Du entscheidest. Du entscheidest, wie du das findest, aber ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du dieses Hintergrundwissen hast, wie so etwas letztendlich zustande gekommen ist. Und es geht auch wirklich darum, dass wir quasi, das ist mein Lieblingsthema, so ein bisschen weichgespülte Welt aufbauen, weil natürlich gibt es Kollegen, Ärzte und Zahnärzte, dass man in der Patientenaufklärung manchmal schon im Hinterkopf hat, kriege ich dafür jetzt eine schlechte Bewertung? Aber soll ich nicht die stringente, gute Therapie durchziehen und dem Patienten auch sagen, er muss da und da wirklich dran arbeiten? Also ich denke mal, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema und ich möchte das auch nicht vertiefen. Aber bitte lass dich nicht nur von einer 1,0 Yameda-Profilseite blenden. Ja? Ich finde es viel glaubwürdiger, wenn auf der Seite auch vielleicht mal ein schlechter Kommentar steht. Und ich habe einen viel besseren Tipp für dich. Frag doch einfach mal die Menschen in deinem sozialen Umfeld, die du gerne um dich hast. Was sind das für Menschen? Meistens sind das doch Menschen, die so ticken wie du, oder? Und dann wird ihnen auch bei der Arztwahl Ähnliches wichtig sein wie dir. Tausch dich doch lieber da verbal mit Menschen aus, die du kennst. Und ich verspreche dir, jeder Arzt findet seine Patienten und jeder Patient
wird seinen passenden Zahnarzt und Arzt finden. Das soll so ein ganz kurzer Abriss sein, der mir aber extrem wichtig ist. Lass dich nicht zu viel beeinflussen, was im Internet steht. Geh in die Praxis, guck vielleicht, wie gefällt dir die Internetseite, ist er auf sozialen Plattformen, wie stellt er sich da? Ruf an, geh in die Praxis und fühl einfach, ob du dich wohlfühlst, weil das ist der entscheidende Punkt. Das ist das, was du beurteilen kannst. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Wenn dir dieses Video gefallen hat, schreib mir das in die Kommentare und ich freue mich schon, dich im nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleib gesund. Ciao.